Bangkok. Wir wohnen für eine Nacht im Millennium Hilton mitten in der Stadt. Vollmond. Hungrig wie die Wölfe beschließen wir, nach etwas Essbarem zu suchen. Wir streifen über einen Markt und tauchen ein in das thailändische Leben. Um die Ecke finden wir ein kleines Restaurant. In der Mitte vom Tisch befindet sich ein Loch, in das eine Schale mit Holzkohle gestellt wird. Am Buffet holt man sich nun die Zutaten für den Grill, der jetzt über dem Feuer steht. Die dazu gereichten Soßen sind so scharf, dass ich den Eindruck habe, gleich zu verbrennen. Ansonsten war das Essen grandios und wir würden jederzeit wiederkommen. Früh am nächsten Morgen besteigen wir einen Bus und machen eine Rundfahrt durch Bangkok. Bei dem Verkehr kann das eine Weile dauern. Zur Arbeit. Ganz genau ein Wohner in Bangkok, das kann man auch nicht sagen. Wir können nur ungefähr sagen, ungefähr 12 Millionen Einwohner. Das wichtigste Gesetz an jedem Tempel ist: Schuhe aus. Unter dem Namen Wat Pho verbirgt sich der älteste Tempel von Bangkok. Er wurde im 17. Jahrhundert von King Rama I. errichtet. Der Tempel gilt heute als Thailands erste Universität. Da ich nur wenig über die Tempel zu sagen weiß, lasse ich die Bilder für sich sprechen. Der liegende Buddha Vihan hat mich am meisten beeindruckt. Er ist 46 Meter lang und 15 Meter hoch. Auf seiner Rückseite stehen über die ganze Länge verteilt Töpfe, in die man Münzen wirft. Danach geht man zum Gebet. Das Tuk-Tuk gehört zum Gesicht von Bangkok, genauso wie die wirren Stromleitungen, die sich durch die Straße ziehen, und die unzähligen Essensstände, die es an jeder Straßenecke gibt. Die meisten Wohnungen in Bangkok haben keine Küche, sodass man das Essen von der Straße mitnimmt. Die Auswahl ist groß und äußerst schmackhaft. Mit dem Boot geht es über den Chao Phraya zurück zum Bus. Bangkok ist in jedem Fall eine Reise wert und für einen Tag viel zu groß. Dieses Mal haben wir nicht länger Zeit, denn jetzt geht es zur AIDA, worauf wir uns nach dem ganzen Reisestress tierisch freuen. Doch bevor wir unsere wohlverdiente Ruhe finden, müssen wir erst zur Sicherheitsübung. Und dann geht's los. Die Begleitschiffe bringen uns sicher aus dem Hafen von Bangkok. Und wir gehen erst einmal was essen.
Vom Reisebüro haben die Jungs eine Flasche Champagner gestiftet bekommen, zu der sie uns dankenderweise einluden. Danach ging's gleich zum Showprogramm. Am nächsten Morgen legt die AIDA in Penang an und wir werden auf wenig einladende Boote verfrachtet, die uns zum Monkey Beach bringen. Der sogenannte Affenstrand heißt nicht ohne Grund Monkey Beach. Die kleinen Äffchen warten nur darauf, etwas Essbares von den Touristen zu ergattern, obwohl man die Affen nicht füttern soll. Diesen Ausflug, einen Tag am Meer, den man auf der AIDA buchen konnte, hat mir überhaupt nicht gefallen. Er war deutlich überteuert, überbucht und es gibt wesentlich schönere Strände in Malaysia. Deshalb beschließe ich, um wenigstens noch ein Highlight zu haben, mir einen Jetski auszuleihen. Wir verlassen den Strand der Affen und kehren zurück in unser schwimmendes Hotel, die AIDA Diva. Die Sonne versinkt im Meer und wir schauen voller Erwartung unserem nächsten Abenteuer entgegen. Auf zum nächsten Show-Act. Unser nächstes Ausflugsziel sind die Batu Caves in Kuala Lumpur. Die Batu Caves sind Kalksteinhöhlen, in denen sich ein Hindu-Schrein befindet.
Die kleinen Äffchen sind auch hier überall gegenwärtig und betteln um Nahrung. Wir steigen die ca. 200 Stufen empor und sind fasziniert von den Stalaktiten am Eingang der Höhle. Wir besuchen den Menara Kuala Lumpur. Er ist mit 421 Meter der höchste Fernsehturm Malaysias. Von hier aus sieht man schön über die Stadt und zu den Petronas Towers hinüber. Die Zwillingstürme galten einst als das höchste Gebäude der Welt. Sie sind 508 Meter hoch. Wir haben nicht die Zeit, um ganz nach oben zu fahren, so begnügen wir uns mit einer kleinen Shoppingtour. Zurück auf dem Schiff lege ich mich zuerst einmal in meine Hängematte und schaue dem Wun. Der schönen Sonnenuntergang zu. Am nächsten Morgen macht die AIDA in Singapur fest. Wir bekommen zuerst einmal neues Schweröl getankt. Ab jetzt ist das Rauchen auf allen offenen Decks und auf den Balkonen untersagt. Wir liegen direkt unter der Seilbahn, mit der wir später noch fahren werden. Jetzt geht's erst einmal in die Stadt. Singapur erforschen. Singapur soll die sauberste Stadt der Welt sein. Wer sich hier nicht an Regeln hält, zahlt horrende Strafen. Und Regeln gibt es viele. Im Raffles Hotel genehmigen wir uns einen Singapore Sling. Hoch die Tassen, auf einen gelungenen Ausflug. Wir beschließen, die sauberste Stadt der Welt von oben zu betrachten. Der Singapore Flyer ist mit seinen 165 Metern das höchste Riesenrad der Welt. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf einen Teil der Rennstrecke der Formel 1. Zum Abschluss fahren wir noch mit der Seilbahn über die AIDA. Singapur bei Nacht ist einfach wunderschön.
Noch einmal geht es zurück über den Luxusliner und den schönsten Hafen, in dem die AIDA auf dieser Reise gelegen hat. Singapur. Nach zwei Seetagen, die wir ausgiebig an Deck verbringen, landen wir in Brunei. Auf eigene Faust fahren wir mit einem Linienbus für nur einen Brunei-Dollar in die City. Das Interessanteste in diesem Land waren für mich die Benzinpreise, die Moschee, in die man als Nicht-Muslim keinen Zutritt hat, der Brunnen zum Füßewaschen neben der Moschee und die Pfahlbauten mitten auf dem Wasser. Zu unserer großen Überraschung kommt plötzlich eine Tankstelle mitten auf dem Wasser in Sicht. Man grüßt sich, man kennt sich. Nach einem weiteren Seetag erreichen wir Vietnam, früh am Morgen. Das einzig Romantische an den Häfen, in denen die AIDA auf dieser Reise liegt, sind die Sonnenauf- und Untergänge. Außer an dem Hafen in Singapur haben wir nur in Industriehäfen festgemacht. Deshalb mussten wir zum Teil stundenlange Busfahrten zu horrenden Preisen in Kauf nehmen. So auch hier nach Ho Chi Minh Stadt, dem früheren Saigon. Hier in Vietnam, genauso wie überall anders in Südostasien, beginnt das neue Jahr am 23. Januar. Dazu werden große Feiern mit viel Lampions und Blumenschmuck veranstaltet. Happy New Year, Südostasien! Wir küssen die AIDA Diva zum Abschied und sagen Goodbye Südostasien.